Als Dateningenieur verwalte ich die fahrzeuggespeicherten Daten. Das heißt, ich stelle sie dem Team zur Verfügung und werte die danach mit dem Race-Engineer zusammen für mein Fahrzeug aus. Ja, zur Auswertung der Daten, da gibt es vor allem drei wichtigste Aspekte. Der erste ist die lebenswichtigen Werte im Fahrzeug, das heißt Öldruck, Wassertemperaturen und etc. Des Weiteren schauen wir dann natürlich auf die Performance vom Auto. Wie haben sich die Reifendrücke entwickelt? Wie hat das Auto eingelenkt in den Kurven? Und als dritter Punkt ist dann natürlich noch der Fahrer ganz wichtig. Da schaut man natürlich im Vergleich zu den anderen Fahrern, wo lässt unser Fahrer Zeit liegen? Wo bremst er zu spät oder zu früh? Und wo beschleunigt er zu spät raus aus der Kurve? Während der Rennen habe ich auch noch Zeit. Die nutze ich dann, um die Pitstops aufzunehmen. Bei der Auswertung vom Pitstop mit dem Team geht es natürlich auch um den Fahrer. Man schaut sich an, wann hat er gebremst, hat er im richtigen Moment das Auto zum Stehen gebracht. Dann geht es darum, wie gut hat der Gunner das Rad runterbekommen und wie gut der Stecker das Rad wieder drauf bekommen. Und das wird ganz genau betrachtet und geguckt, ob wir dort noch Zehntel holen können. Hier wird natürlich gesagt, der muss deutlich weiter nach rechts, weil er viel zu weit links ist. Und was ich dem Fahrer da noch mitgegeben habe, ist natürlich Lenkrad gerade. Weil wenn das Lenkrad so schräg steht, kriegt keiner das Rad runter. Wenn ihr mehr über die technische Zusammenarbeit mit SSR Performance wissen wollt, dann kommt doch mal auf www.edag.com.